Sind Softwareentwickler verkappte Gesetzgeber? Machen wir uns ein Bild in drei Paragraphen. Protokoll, Programm, Gesetzgebung. Problem is, the internet is massively complex and so much of it is invisible. Service providers, technicians, engineers, the phone number... Okay, let me stop you right there, Edward, because this is the whole problem. Right. Because it's like the IT guy comes into your office and you go, oh, shit. In fairness... Oh, shit. Don't teach me anything. I don't want to learn. Seit den Enthüllungen von Edward Snowden bis hin zur NSA-Affäre vergeht keine Woche mehr, ohne dass man uns warnt. Dass unsere Grundrechte bedroht sind und dass sich Demokratien durch Internet zum Totalitarismus hinreißen lassen. No. If I had knowledge that the US government had a picture of my dick, I would be very pissed off. Well, the good news is there's no program named the Dick Pic Program. The bad news is they are still collecting everybody's information. Including your dick pics. Aber wie konnte das ursprünglich dezentral angelegte Internet zu einem Hauptvektor von Machtzentralisierung werden? Haben uns da in den 70er Jahren Nerds in weißen Kitteln etwa ein vergiftetes Geschenk gemacht? Diejenigen, die in den 70er Jahren das Internetprotokoll entwickelt haben und dann die Programme, mit denen es läuft, scheinen auf den ersten Blick nur an Strukturen für den Informationsaustausch gedacht zu haben. Genauer betrachtet waren das jedoch Menschen, die durchaus zivilisatorisch dachten. Denn ihre Devise war, alle Macht der Peripherie. Und die Peripherie, das sind die Maschinen, die sich in den Händen der Menschen befinden. Dafür war ein Protokoll notwendig, um nicht denen die Macht zu geben, die die Netze kontrollierten. Power to the people. So lautet das Motto des Urinternets, geprägt vom Kommunitarismus des New Age. Auf sein Konto gehen noch weitere partizipative Errungenschaften, wie Open Source und Peer-to-Peer. Lorsqu'on écrit un programme, on ne se contente pas d'associer... Programmieren ist kein dumpfes Verknüpfen oder das Aneinanderreihen von Befehlen, sondern das Implementieren eines ethischen, legal-juristischen Systems. Ein Programmcode ist somit nicht nur eine einfache technische Sprache, sondern Ausdruck gesellschaftspolitischer Entscheidungen. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique. Und so dauert es nicht lange, bis einige Juristen Art und Umfang dieser Entscheidungen festlegen. The Lord Jehovah has given unto you these 15. 10 commandments for all to obey. Everybody, you are one of the oldest. The most exclusive clubs, not just at Harvard, but in the world. And I want to welcome you all to Phoenix Club's first party of the fall semester. Als reichste Universität der Welt gehört Harvard zu den Wiegen des Völkerrechts. In diesen heiligen Hallen werden junge Studenten in ein Wissen eingeführt, das ihnen bestimmte Schlüssel der Zukunft offenbart. Let the hacking begin. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the... Anyone? Anyone? Ende 99 widmete Ihnen Professor Lawrence Lessig folgenden Spruch. Der Code definiert, wie wir den Cyberspace erleben. Wenn wir nicht begreifen, inwieweit er unsere traditionellen, konstitutionellen Werte umfasst oder ersetzt, dann verlieren wir die Kontrolle über sie. Dann wird das Gesetz des Cyberspace, der Code, an ihre Stelle treten. Das, was wir Digitalisierung nennen, manifestiert sich in der Informatik, in Netzen und damit zusammenhängenden Praktiken.
Mit anderen Worten, menschlicher Geist wird in Software gespeichert. Der Programmcode wird damit automatisch zu einem juristischen Code, weil jener durch seine Architektur, durch seinen Aufbau bestimmt, wie die Software funktioniert und daher, was die Menschen damit tun oder eben nicht tun können. Das wiederum prägt unsere sozialen und kulturellen Praktiken. Was Lessig damit meint, ist, dass im 21. Jahrhundert Programmcode und Gesetzbuch eines sind. Um die Tragweite dieses Gedankens zu verstehen, muss man jedoch zunächst davon ausgehen, dass in einer Gesellschaft jedes Individuum sich spontan festen Regeln unterwirft. Der Soziologe würde hier sagen, überall ist Code. In der Schule, bei der Arbeit, im Fernsehen. Code wird für uns gemacht und wir können ihn weder verändern noch verrücken. Im Internet ist unheimlich viel Code. Er prägt unser Verhalten und unsere Reaktionen auf die Umwelt. Er ordnet unser soziales Leben bis ins letzte Detail. Denn das Internet mag zwar virtuell sein, unser Verhalten und unsere Interaktionen wirken sich jedoch auf die reelle Gesellschaft aus. Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter. Und diese Reaktionen und Verhaltensweisen werden fast unsichtbar gesteuert. Bei Facebook zum Beispiel kann man nicht disliken. Man gehorcht dem Code. Come on, Hal. Where the goddamn guns? You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality statute. What? Fuck you! Eine Website ist wie ein Territorium. Wer sie betritt, muss ihre Gesetze achten. Fuck is a fast, too. Das sind zum einen die Nutzungsbedingungen. You're out of toilet paper. Aber ganz besonders sind es jene impliziten Gesetze, durch die die Website funktioniert. The place where you're supposed to have the toilet paper. You got this little shelf with 3 seashells on it. He doesn't know how to use the 3 seashells. Les termes d'usage, c'est ce que les plateformes. Jede Website muss Nutzungsbedingungen haben, um dem Verbraucher- oder Datenschutzgesetz Genüge zu tun. Aber die wirklichen Gesetze sind die Algorithmen, anhand derer die Internetplattformen überhaupt funktionieren. Und manchmal sind die Algorithmen dieser Territorien derart mächtig, dass sie automatisch den Lauf der Welt beeinflussen. Mark, did I use any of your code? If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Google a installé un ordre sur le web dont il est le grand législateur. Et donc il y a une sorte de Google hat dem Web eine Ordnung gegeben, deren oberster Gesetzgeber es gleichzeitig ist. Das ist wie ein Imperium, das über das PageRank das gesamte Internet überlagert, damit die Webmaster für Google programmieren. Das Internet passt sich dadurch immer mehr den von Google entwickelten Rechenstrukturen an. Wenn den allermeisten Menschen die unterschiedlichen Gefahren für das Internet völlig gleichgültig zu sein scheinen, dann wohl nur, weil sie den Code und die Natur des Web an sich nicht verstehen. C'est à partir de 2005 environ. Seit etwa 2005 gibt es diese auf Rezentralisierung ausgerichtete Konterrevolution im Web. Aber kaum einer hat das mitbekommen. Très largement sans personne s'en rende compte. Eigentlich weiß man immer noch nicht so genau, warum das Ganze so brutal vonstatten gegangen ist. Mein Freund und Rechtsprofessor Eben Moglen meint, das sei die Diktatur der Bequemlichkeit. And here they are, the winners of the most fabulous object in the world. Weil Google, Facebook, Twitter oder Tumblr nichts kosten und sofort funktionieren, ist es einfacher, das zu übersehen, was sie eigentlich sind. Transnationale Mächte und Gesetzgeber, denen wir die Frucht unseres Tuns schenken und deren Gesetze wir akzeptieren, obwohl wir sie nie gewählt haben. This is our land.
A land of peace and of plenty. Ironie des Schicksals. Diese sanfte, aber dennoch reelle Diktatur erinnert an die kommunistische Gefahr, die man in den USA in den 50er Jahren in der Schule lernte. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Wenn Codeschreiber, egal ob mit guten oder schlechten Absichten, Gesetzgeber werden, müssen sie unsere Rechte wahren. Let me tell you why you're here. Unser Verhältnis zu ihnen ist nicht mehr nur rein kommerziell, sondern auch politisch. Der Code ist Gesetz. Aber wir wählen, ob wir uns darauf einlassen oder nicht. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Internet! Internet! Internet!